Sie und guten Morgen. Ja, es ist heute Donnerstag und ein Tag unter der Woche. Und außerdem, heute sind wir richtig dran mit Schaffen. Und als erstes Mathematik. Einfache Frage, Antwort kommt später. Ihr könnt euch aber in der Zwischenzeit Gedanken drüber machen. 1 und 1 ist Bedenkzeit. Ich sag's euch nachher. Okay, Stichwort Anhängerle. Und immer wieder, wenn ich etwas transportiere, spreche ich mit den Leuten und sage, ja, weißt du, jetzt angenommen, ich hätte mal ein Anhängerle kaufen. Ja, wo stelle ich den Anhänger nach? Merke ich, wenn ich daheim bin, gar keinen Platz dafür. Was ist? Ich lasse ihn am Male und da lege ich mich zeitlich nicht fest, auf der Straße stand, vor dem Haus, weil ich denke, das hältst du. Ich habe das Anhänger. Jetzt kommt nach 6 Monaten beispielsweise, klingelt es an der Tür und mein Nachbar ist dran und sagt, er wollte bloß einmal fragen, wegen dem Anhänger und so. Und jetzt, Vorsicht, deutsche Sprache, Wortwahl. Der steht mir nur vorübergehend. Was ist vorübergehend? Viertelstunde oder 3 Jahre oder was? Legt man sich nicht fest? Aber der andere weiß ganz genau, der kennt es ja auch und sich. Alles klar, ich weiß genau, das steht ewig da. Also, ne? Vorübergehend. Okay. Natürlich macht man sich auch echt Gedanken, wo sie das Anhängerle nachstellen. Weil immer wieder hat es ja geheißen, was? Hast du kein Anhängerle? Hast du ein Anhängerle braucht? Ja, komm, hat jeder rechte Kerl hat einen Anhängerle. Okay. Allerdings hätte ich erstmal eine Kupplung noch machen müssen, geht schon los. Okay, als Beispiel. Ich habe mir jetzt also Anhängerle gekauft und dann merke ich, eigentlich so richtig brauche du es nicht. Das war ein bisschen irgendwie so, wenn man denkt hat, hey, du musst den Zug hören zu denen, wo Anhänger haben und so. Okay. Jetzt nach 6 Monaten brauche ich tatsächlich und was ist? Kann jeder mitschwätzen aus Erfahrung. Der Anhänger hat einen Blatter. Ja, was ist? Das nervt einen. Naja, was will ich machen? Na, du schaltest halt mal aufpumpen und das ganze was dazu. Okay, jetzt fährst. Und stellst aber nach kurzer Zeit fest, ein Anhängerle ist ein bisschen neu, ne? Aber man ist ja nicht übertreiben wieder. Gleich von Anfang an. Okay, und hier in Hohenhardt sowieso 30, wenn du drei Anhängerle hast, weil hier ist ja die Firma. Oh, und ja, und jetzt das Thema Anhänger und dann fährst du dran vorbei und siehst du, mit dem Zwillingsachse, die man hat, optisch was her, da. Super Teil. Da. Ja. Oh, jetzt kommt mein Fanclub da. Hallo, komm mal her. Da. Ich habe kurz Zeit gehabt, Kinder hier hat dazu stehen, ich mache nämlich gerade eine Videoaufnahme. Okay. Vorsicht bitte, ich kann ja noch passen. Ja, komm doch mal her. Da, ne? Guck mal, da. Hier von der Wilhelm-Sandberger-Schule, Spezialklasse geht reiten. Da. Hey, super, da. Viel Spaß. Da. Ja, und ja, so Zwillingsachse, das ist super. Da. Aber eben auch bloß das Format und so. Okay, jetzt zum Thema Anhängerle. Brauche ich unbedingt äußern, ne? Das passt mal ganz genau auf, was ich jetzt zeige. Guck doch mal das Teil aus. Und jetzt die Antwort auf die Frage 1 und 1. Was ist 1 und 1? Ein super Karre und ein riesiger Sack. Er gibt 0 Anhängerle. 1 und 1 ist demnach 0. Ja, kein Besser. Ich habe früher immer gedacht, wo ich in der Schule war. Aber, warte, du brauchst doch nicht und so. Alles klar. Aber jetzt gerade habe ich es gemerkt. 1 und 1 ist 0. 1 und 1 ergibt, was haben wir gesagt, 0. Nicht einmal ein Anhängerle, nicht einmal ein Zwillingsachser. Gar nichts. 1 und 1 ist nichts.
Ciao.